sind am heutigen Tag sehr zeitig aufgestanden, denn wir wollen der Nachbarinsel von Flores, der Insel Corvo, die wir bis heute nur unter einer Wolkendecke gesehen haben, unter die Mütze schauen. Über das Hochplateau von Flores fahren wir durch dichte Nebelschwaden zum Hafen nach Santa Cruz. Auf dem Weg treffen wir auf Bauern, die sehr früh ihre Kühe auf die Weide bringen. Im Hafen von Santa Cruz scheint die Sonne und es herrscht ein geschäftiges Treiben. Die Boote zur Überfahrt nach Corvo werden mit einem Kran ins Wasser gelassen. Wir verzichten heute auf einen Alleingang mit dem Fährschiff nach Corvo und haben uns für eine Bootstour entschieden, die in ihrer Fahrtroute die Nordküste einschließt. Die Nordküste bietet wunderschöne, bizarre Felsformationen, Grotten und Wasserfälle.
Bootsfahrt endet im Hafen von Vila Nova de Corvo, der einzigen Ortschaft der Insel. Am Hafen sollte man ein Taxi zur Fahrt zu Caldera wählen, weil sonst die vorgegebene Zeit von 4 Stunden nicht reicht.
Nach 2 Stunden in der Caldera treten wir den Rückmarsch in den Hafen von Vila Nova de Corfu an. Auf unserem Fußmarsch bis zum Hafen von Vila Nova de Corfu erfreuen wir uns an den vielen kleinen Sehenswürdigkeiten am Wegesrand. Besonders auffallend ist auch auf der Insel Corfu das Moos mit seinen leuchtend gelben und kräftig saftgrünen Farbtönen. Von dem Hafen der Ortschaft Vila Nova de Corfu fahren wir wieder mit dem Boot nach Santa Cruz, wo der Ausflug nach Corfu endet.